Langsam wird das alt. Von einem Fahrstuhl ist nichts zu sehen. Lasst uns den anderen Bescheid sagen. Sektion 4, was? Um die Tür zu öffnen, müssen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal. Zurück können wir nicht. Was jetzt? Wir müssen eine Verbindung schaffen. Red. Da drüben ist ein Funkgerät. Lasst uns die Mädels fragen, ob sie zum Kontrollterminal kommen. Hey! Alles okay? Du mich? Was geht? Red ist nach unten gestürzt. Kommt ihr vielleicht zu ihm durch? Der Ärmste! Schnell zu ihm! Das lasse ich nicht zu! Nachschlag! Los! Den Zugang zu Sektion 4 gefunden. Allerdings kann man ihn nur vom Kontrollterminal öffnen. Und von oben aus kommt man nicht hin. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück. Ja, versuchen wir's.
Schon unterwegs. Seht mal, ein Fahrstuhl! Funktioniert nicht. Wir haben unsere Rolle anscheinend noch nicht völlig erfüllt. Ich kann diesen Hojo echt nicht ausstehen. Es ist nur noch Sektion 4 übrig. Die anderen schaffen das schon. Das lasse ich nicht zu! Flieg! Zack! Hier geblieben! Zum Angriff! Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichprobentest im festgelegten Bereich beginnt. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Sicher nicht. Lass uns Cloud Bescheid sagen. Eva? Ja, wir haben einen Fahrstuhl gefunden. Verstanden. Sehr gut. Aber er ist momentan außer Betrieb. Vermutlich hat Hojo ihn abgestellt. Sieht so aus, als müssten wir seinen Plänen folgen und Sektion 4 aufsuchen. Die Tür müsste offen sein. Dafür haben wir gesorgt. Verstanden. Wartet, wo ihr seid. Dann lass uns mal zurück zu der Tür gehen. Zu sehen. Wir lassen den guten Wedge ganz schön warten. Ja. Er hat echt einen an dir gefressen. Kann sein. Der Typ hat sehr gute Menschenkenntnis. Ja, so wie ich. Auf den kann man sich verlassen. So wie auf mich. Hackfleisch aus uns machen, was? Ich kann das.
Ich bin bereit. Sie haben ihn besiegt. Aber das sollten Sie ja auch. Die gewünschten Daten hätte ich damit. Dann wollen wir mal die nächste Runde des Tests einleiten. Hurra! Er scheint zu gehen! Wieder eine Falle? Der Fahrstuhl ist sicher. Vertrau mir. Na gut, wenn du das sagst. Huch! Sind wir schon da? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Habt ihr das gehört? Scheint von hier aus verschlossen zu sein. Endlich wieder vollzählig. Also nichts wie durch da und rauf aufs Dach. Auf der anderen Seite ist ein Fahrstuhl. Ob er fährt oder nicht, liegt allerdings an Hojo. So.
ein Glück. Der Fahrstuhl funktioniert anscheinend. Dann hat Hojo vermutlich, was er wollte. Wir haben ihn ja auch ordentlich bedient. Wir sind wieder zurück. Ja. Hey! Was ist hier passiert? Jemand war hier. Das ist auch unsere Richtung. Gehen wir. Jetzt sind wir fast am Ziel. Da oben sind nur noch das Büro des Direktors und das Dach. Warte! Wenn wir da raufgehen, gibt's vermutlich kein Zurück mehr. Bist du sicher, dass du das tun willst? Oh. Mit dem Fahrstuhl von gerade kommen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal. Wenn du noch was erledigen willst, tu es jetzt. Ich bin bereit. Lasst uns gehen. Der verdammte Direktor hin. Und Sephiroth. Wartet. Ich höre was. Hilfe! Ist da jemand? Ist da jemand? Nicht mehr lange durch. Ist da jemand? Hey! Hilfe! Helft mir! Sieh an, wen haben wir denn hier? Bitte! Ich halte das nicht mehr aus! Ich gebe euch, was ihr wollt! Denk nicht, dass du dich freikaufen kannst. Hilfe!
Helft mir! Ich erfülle euch alle Wünsche! Das ist gar nicht mal so kompliziert. Wenn du abkratzt, sind 90% meiner Probleme schon gelöst. Reden wir lieber über die restlichen 10%. Hört euch den an. Hängt am Abgrund und will noch verhandeln. Barrett! Tu es nicht! Du lässt es in ganz Midgar übertragen. Zuerst wirst du höchstpersönlich die Sache mit Sektor 7 aufklären. Und danach wäschst du verdammt nochmal unseren Namen rein. Avalanche hat keinen Krieg im Sinn. Alles, was wir tun, tun wir für die Menschen. Und um das Leben des Planeten zu retten. Das und nicht mehr! Sagt den Leuten, dass ihr eure Fehler einseht. Hast du kapiert? Verstehe. Ihr sorgt euch um euren Ruf. In der Tat nicht ganz unwichtig. Vielleicht sogar wichtiger als zerstörte Reaktoren und die Zukunft des Planeten. Hä? Du Drecks... Ihr seid ja so naiv. Wahrheit, Freiheit, Ansehen, Recht haben. Jämmerlich selbstbezogen. Und erst die Idee einer Welt ohne Shinra. Die Vision einer Welt ohne Mako. Was wäre dann noch übrig? Glaubt ihr, die Leute würden ein komfortloses Leben begrüßen? Nur um einer vagen und weit entfernten Bedrohung zu entgehen? Es hat euch sicher Spaß gemacht, die Helden zu spielen. Doch, das ist vorbei. Ich gebe dir eine letzte Chance, zu erkennen, was Gerechtigkeit wirklich ist. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Verrat es mir. Was ist für dich Gerechtigkeit? Idiot! Was interessieren mich haltlose Wunschvorstellungen? Wichtig ist einzig, was sich umsetzen lässt. Man muss seine Chancen erkennen und alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Und dabei darf man nie auch nur mit der Wimper zucken. Hä? Was ist das? Das ist der Ursprung von allem. Wo sind wir hier? Traum, lasst euch nicht täuschen. Gerade noch so. Vorbei! Das war's! Auf die Zeit!
Ja!
hier und nicht weiter. Tschüss. Bis hier und nicht weiter. Stromschlag. Zack. Das Schicksal scheint stärker als der Tod, richtig? Danke.